Hallo und herzlich willkommen zu TKBs Horror Time mit Dead Space und mit meiner Begleitung. Das ist Little Tall, Hallöchen. Na denn, würde ich sagen, dann legen wir mal los. Wir sind stehen geblieben, als wir das erste Mal gegen ein Vieh mit unserem neuen Plasma-Cutter gekämpft haben. Ein Necromorph ist das. Ja. Oh, du weißt es schon, du. Spoiler, Spoiler. Was, du hast so viel Dead Space gespielt und ich hab dabei zugesehen. Ja, trotzdem, das ist doch ein Spiel erklärt. Du hast mir den Film gezeigt. Ist ja gut. So. Gibt da auch noch ein Handheld-Spiel von Dead Space. Eigentlich Handheld, Quatsch, iPhone. Nee, nicht iPhone. Für alle. Handyspiel. Ja. Soll das nicht runtergeladen für dein ja, Handy? Ja, hab ich. So. Dieser Anzug hat Plattos Stimme. Das war noch vor Portal, oder? Portal gibt's für Mist. 2007. Komm ich schon mal. Oh. Aber da komme ich schon mal dran an das Ding da. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ist das dunkel? Ja. Gut so, dass es so dunkel ist. So, da liegt was, das blinkt. Was haben wir da? Ein Audiolog. Hören wir mal rein. Ich kann mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den. Achtung! Zurück! Zurück! Tja, die Warnung kam wohl ein bisschen. Die Lüftungsschächte, wie bei Alien. Ja. Dunkel. Immerhin ist hier jetzt nichts, aber irgendwie ist man angespannt und hinter jeder Ecke könnte was lauern. Richtig. Das macht den Sinn, das macht den Reiz des Spiels aus. Ach, ja. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ach, da sind sie. Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Klingt nach einem Deal, der irgendwie nach hinten losgehen wird. Erstens ist Nicole seine Freundin, zweitens redet der Typ auch mal. Nein. Also ein stummer Held. Ja. So, kann ich jetzt schon irgendwas machen hier? Ah, ich brauch die Platine. Okay. Ja, sehr gut. So. Die Aufmachung erinnert aber schon an einen Horrorfilm in diesen Sequenzen. Hashtag. So, da sind zwei Dinger zum Aufmachen. Die übrigens das Dead Space-Symbol haben. Interessant, fällt mir das auf. Oh, interessant. Bin raus. So. Ich muss noch mal spielen. Speicherstation. Speichern wir mal. Speicherstation. Ich hab gedacht, man kann die Datei speichern. Nein, das war noch, damals war das nur für PC. Nicht für Konsolen, wo die Leute, oh, es ist so schwer, ich will nicht von da wieder anfangen, ich will Autosave. Ja, aber normalerweise kann man bei PC doch freispeichern. Ja, aber, ja, okay, ja, alles klar. Ja, stimmt schon, aber ich finde das System trotzdem gut, denn das endet dann noch mehr an Resident Evil in seinen Glanzzeiten. Aber da gab's Schreibmaschinen und Rollen. Da muss man echt überlegen, ob man speichert. Also ich hatte immer genug Rollen. Ich habe immer genug gespeichert. So. Was war denn das? Das zeigt mir an, wo ich hin muss. Ach so. So, aber ich habe ja gelernt, immer schön alles erforschen. Lass mal Cutter. Hallo? Ja. Credits? Wie findest du Geld? Das ist eine Falle. Da meinst du, das Vieh lebt? Ja. Tatsache, das hat sich nur totgestellt. Und die wachsen Arme aus dem Bauch. Ich bin gut. Wenn das jetzt niemals einen, der Horrorspielerfahrung hat. Also ich wäre jetzt einfach da hingegangen und hätte mich zu Tode erschreckt. Ich will nicht speichern. Ich will das Ding einsammeln, das daneben ist. Außerdem, wenn ein Vieh tot ist, trotzdem immer drauf treten, vielleicht kommt es irgendwas. Okay. Okay, gucken wir uns die Viecher nochmal genauer an. Da kommt ein Arm aus dem Bauch raus, der aufgeplatzt ist. Der Fuß sieht auch nicht mehr so aus wie ein Fuß, hat auf dem Rücken irgendwelche Klauen. Der Kopf ist an einem... Ah, du hast es jetzt auch auseinandergenommen. Ja. So, was haben wir hier?
Ein Audio-Log? Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Danke, Captain Obvious. Ich glaube, so habe ich zuerst ganz schöne Probleme, ob dieses Spiel auch rauskommt ungeschnitten. Ja. Weil das mit den Gliedmaßen abschneiden ja ziemlich wichtig für die Spielmechanik ist. Es wurde damals als Tactical Dismemberment bezeichnet. Und ach genau, dieses schöne Wort. Okay. Eine Leiche. Vom Himmel gefallen ist. Aus dem Lüftungsschacht. Bumm. So. Das war fies. Immer drauf treten. Ja, schön, bei den Fußball spielen. Es bringt nichts, wenn sie auf die Körper schießen. Oh, das wissen wir doch. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Danke. Ja, ich find's toll, dass sie es komplett auf Deutsch haben. Mhm. Danke. So. Meinst du, wie lange ist denn das Spiel ungefähr? Um die 10 Stunden? Ja, gehe ich mal von aus. Oh, ein langer Raum. Da könnte was passieren. Immer schön auf die Umgebung hören. Credits. Da ist ein Ding zum Einsammeln. Ich halte die Luft an. Wo muss ich hin? Ach, da hinten hin. Okay. Aha. Kommt da etwa etwas? Was ist da mit der Tür? Die hat wohl eine kleine Fehlfunktion. Das ist auch wieder eins von den Viechern, aber nicht so wie das Stück. Stasi-Modul. Ja, schon eine Erklärung. Ach, damit kannst du die Tür langsam machen, dass du durch kannst. Richtig. Das machen wir jetzt auch. So, also, anvisieren. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, ja. Isaac. Versuch mal das Stasi-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Aha, und schon geschafft. Kabel, was zum... Ich habe die Leiche auch stasiert, wie man kann das bezeichnen. Mit Stase versehen, da ist was. Ah, ein Stase-Pack. Da brauchst du dafür auch Energie. Yep. So, wo müssen wir lang? Da lang? Praktisch. Ich möchte auch einfach mal meine Hand auf den Boden legen und dort rausfinden, wo es ist, wo es lang geht. So, nochmal schön speichern. Immer wichtig. Ah ja, du tust wieder sämtliche Speicherplätze belegen. Ja, immer gut, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder sieht, es bringt nichts, ich muss noch irgendwas machen, bevor ich gehen kann. Oh. Hm. Ich seh nix. So dunkel. Und irgendwo hat gerade was geschrieben. Ja. Hm. Ah. Geht wieder an. Oh, okay. Die Toiletten sind hier. Oh, Toiletten in Horrorspielen. Das ist immer etwas Fieses. Ach? Ja, immer. Wenn ich drüber nachdenke, da gab's doch in Resident Evil im ersten diese Szene mit dem Zombie aus der Badewanne, oder? Ja. Und nee, das war der Zombie aus dem Wandschrank. Na, wie auch immer. So. Ich habe schon keinen Gegner mehr gesehen. Gefällt mir nicht. Dein Stasi-Modul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Mein Armmechanismus. Ist auch irgendwas vorgefahren. So, ah, da ist doch was. Sag mal, siehst du eigentlich irgendwas durch diesen Helm? Da siehst du dann alles blau. Ein Energieknoten, yeah, damit kann ich meine Sachen aufrüsten. Nur, dass du das schon alles weißt. Ja. Ich kenne das Spiel ja noch nicht. Ah, da kann ich meinen Stasi wieder aufladen. So, da liegen zwar Leichen, aber die sind nicht irgendwie deformiert, das ach, heißt... Ach, die Stasi ist dieses, da drüben, neben deiner Lebensenergie, dieser Kreis, der Halbkreis. Richtig. Alles kriegst du auf deine Hand zu. Angestellt. Hier ist was passiert. Da sind sie. Ja, die Beine. Das gibt's doch nicht, diesen echt Widerstandsfähiger bei Schwer. Ja, was wolltest du das auf Schwer spielen? Jo. Sonst brauchen die nämlich nur zwei Gliedmaßen entfernt und das war's. So, da komm ich ja bis jetzt gut zurecht. Ja. So, ja, ein Audiolog. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasi-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Okay. Dann bringe ich mal ein Stasi-Modul, hm? So. Hm? Und jetzt? Stehe ich gerade auch nicht. Muss ich vielleicht so von der anderen Seite kommen? Schauen wir mal. Also, was können wir hier machen? Fehlfunktion. Halte gerade manuell anbringen. Manuell? Okay. Weißt du das noch was? So, was passiert bei der? Hm? Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Hab's verstanden. Ja.
weil die hält jetzt, die anderen nicht. Die fährt nach einer Zeit wieder zurück. Aber wir können sie verlangsamen. Das war fies. Wir können sie verlangsamen. Und dann können wir da hinrennen und das Ding aktivieren. Ah, verstehe. So, das heißt, aktivieren. Verlangsamen. Hochrennen. Und aktivieren. Ha. Das wird wieder zurückgegangen. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Ah. Bitte warten. Sehr schön. Immer schön umgucken. Irgendwas auftaucht. Das ist jetzt, wo so Geräusche sind, kommen die immer gern. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Schön. Was hast du mal gefragt, wie es mir geht? Was ich so alles höre hier? Tja. Da, ich wusste doch. Sieht irgendwie weniger menschlich aus. Okay, der hat noch ganz schön gezuckt. Oh! Ja, ich war noch am Leben. So, was ist das? Gut, der Wagen ist eingesetzt. Keine Viecher mehr. Waggonersetzung abgeschlossen. So, mein Kopfhörer ist echt atmosphärisch. Ja. So. Aber wir wissen, auch wenn jetzt eine ganze Zeit lang nichts kam, kann jetzt in die Ecke gleich wieder was kommen. Mal sehen, ich versetze mich mal an ein, ich erwarte nichts mehr, sonst erschrecke ich mich. Ui, was ist denn das? Etwas, was mich gierig anguckt. Und aber verschwunden ist. Es scheint gerade nicht zu dir zu kommen. Noch nicht. So, wieder da lang, aber zuerst. Speichern, immer schön speichern. Wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit, also jetzt noch weitergehen. Trotzdem schon mal speichern. Ja, klar, speichern. Zack, so. Und jetzt gehen wir hier lang. Da unten liegt was. Ah, das sind aber die Vieh. Achso, das sind die Typen, die überrascht wurden von der Tür. Ja. Das scheint nicht so intelligent zu sein. So. Und jetzt kommt hier garantiert was, ich wette. Ist ja lange gegangen. Ja. Aha. Hauptsache. Und noch dieses andere Vieh auch, das wir gesehen haben. Das ist schnell. Tatsächlich, man kriegt sie tot, indem er ihren Gliedmaß nachschneidet. So. Don't trust ya. Das heißt, für diese Viecher müssen die Gliedmaßen ziemlich wichtig sein. Yep. Aber Markiplier hat bei seinem Let's Play ja schon eine gute Frage gestellt. Was ist das für ein komisches, was ist das für ein komischer Organismus, der dessen wichtigste Teile die Gliedmaßen sind und nicht der Körper? Vielleicht sind die Organe ja an den Gliedmaßen. Hm, keine Ahnung. So. Nachgeladen. Munition kriegt, nachdem wir so viel geschossen haben. So. Wunder, dass du dich gerade noch so gut auskennst. Du guckst ja auch noch das Let's Play. Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Kann ich mal ein anderer die holen? Nein, das musst schon du tun. Ja, ich bin ja Techniker, ich kann alles. Was, du bist Techniker? Bis jetzt bist du allerdings ein ziemliches, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das wird ziemlich viele von denen zerlegt. Du bist echt nur ein Techniker? Ja. Ich bin der Hausmeister. Wo ist die Leiche? Leiche? Warte, bestimmt auch eine Leiche. Wo ist die Leiche? Gut, okay. Würde ich sagen, hier ist eine Speicherstation, speichern wir. Und das ist ein guter Punkt, um aufzuhören für die nächsten Part dann. Gut, also, speichern. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Part zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin sagen TKB und... Wir sagen Lebewohl. Lebewohl? Meine Güte, die macht die doch nicht schon immer. Ach, ich muss wohl irgendwas sagen, was ich sonst nicht sage. Also, tschüssi. Genau, tschüssi.